Willkommen bei der Aufzeichnung des Webinars Elektronische Patientenakte – Perspektive und Sichtweisen von Data Sales Live Deutschland. Wir haben das Webinar am 27. März in der Mittagspause von 13 bis 14 Uhr aufgezeichnet und den Einstieg in die Aufzeichnung macht Birgit Bauer als Schirmherrin bzw. die treibende Kraft hinter Data Sales Live Deutschland. Viel Spaß damit. Bin schon lange Mitglied bei Data Saves Lives Europe, das 2019 vom European Patients Forum mit IHD, das ist ein europäisches Dateninstitut, gegründet wurde. Bin seitdem im Editorial Board und habe mir irgendwann in den Kopf gesetzt, das Ding muss nach Deutschland. Es hat ein bisschen Schokolade, Schweiß und Tränen gekostet, um das Ding nach Deutschland zu holen. Wir haben es aber geschafft, auch mit Unterstützung vom Bundesministerium für Gesundheit und einigen tollen Beiratsmitgliedern, wie zum Beispiel der Bernd Rosenbichler, der ist heute hier. Und ich weiß nicht, ist nur jemand da? Nein, ich glaube nicht. Die kommen vielleicht noch. Auf jeden Fall, Ino kam mit an Bord im September, wir haben es gelauncht und jetzt sind wir hier und freuen uns, dass Sie da sind. Und unser Thema ist tatsächlich oder sind tatsächlich Gesundheitsdaten. Wir wollen also Gesundheitsdaten nicht nur diskutieren, wir wollen darüber informieren und wir wollen natürlich auch eine Community aufbauen, weil wir auch sehen, dass es sehr viele Fragen gibt, die von ganz vielen Seiten kommen und die, ich glaube, auch ganz wichtig sind, dass wir sie mal klären und dass wir sie mal auf den Tisch packen und sagen so, okay, und jetzt hätten wir gerne eine Antwort dazu oder einfach eine Auskunft oder Information oder was auch immer. Und dafür sind wir heute da und ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Super, danke Birgit. Ein paar Hausregeln. Wir haben den Chat geöffnet, den wird Birgit mit begleiten. Das heißt, wenn akute Fragen, Rückfragen oder Anmerkungen sind, gerne da reinpacken. Wir versuchen das in dieser Stunde komplett aufzunehmen. Ansonsten würde ich bitten, einfach die Mikros, wenn jetzt gerade kein Redebedarf ist, dann einfach kurz zu muten, damit wir keine Hintergrundgeräusche haben und dementsprechend auch die einzelnen Personen, die sprechen, einfach besser verstehen können. Ansonsten vom Ablauf ist es so, wir haben uns sehr bewusst dagegen entschieden, jetzt, sagen wir mal, die Referenten und Referentinnen zu bitten, einfach einen Vortrag nach dem anderen zu halten, weil wir glauben, dass diese Thematik einfach mehr getrieben ist von aktuellen Fragen oder Punkten, über die man nachdenkt, mit denen man sich da auseinandersetzt und wir hier einfach ganz konkret über diese Punkte sprechen müssen. Dementsprechend haben wir uns auch überlegt, die Birgit Bauer und ich, inwieweit da kommt eine Frage von Steffen Taubert rein. Ja, die Referenten oder beziehungsweise Panelisten so auszuwählen, dass sie halt auch wirklich was zu der Thematik beisteuern können. Und da freuen wir uns zum einen erstmal, dass die Birgit natürlich als Schirmherrin von Data Saves Live Deutschland mit dabei ist, aber auch in Personalunion als Patientinnenvertreterin, die gerade als MS-Patientin natürlich auch einiges zu der Thematik aus der Praxis sagen kann. Wir freuen uns sehr darüber, dass der Sebastian Zich Zeit gefunden hat vom Bundesministerium für Gesundheit. Und Herr Zich, als Unterabteilungsleiter von der Abteilung 52, die für Gematik, Telematik, Infrastruktur und E-Health verantwortlich ist, aber auch zum Thema EPA, sodass wir wirklich hier auch jemand sehr Aussagekräftiges dabei haben, der die gesamten Gedanken dahinter auch einfach mitgetragen hat. Und das ist natürlich dann schon einfach toll. Wir haben den Benjamin Friedrich mit dabei als Chief Medical Officer von T-Medica, der gerade auch die ärztliche Perspektive hineinbringen will und wird aber auch gleichzeitig mit T-Medica einen Dienstleister repräsentiert, die sehr viel mit Gesundheitsdaten auch arbeiten. Und wir haben zum Schluss auch noch den Oliver Merks dabei. Oliver ist insofern auch eine Bereicherung für diese Runde, weil er zum einen in der Vergangenheit das EPA-Magazin herausgegeben hat, ein digitales Format oder Plattform, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigt hat, der aber auch aus seinem privaten Leben auch als Patient viele Erfahrungen gesammelt hat, gerade auch aus der Expertise heraus das zusammenführen kann, worüber wir halt sehr froh sind. Wie man sieht, wir haben versucht, halt wirklich eine Mischung aus Hintergrundwissen, praktischen Perspektiven, aber auch persönlicher Betroffenheit reinzubringen und dementsprechend möglichst zielgerichtet hier auch einfach Antworten auf Fragen zu erhalten. Vorweg, wir werden nicht alle Fragen beantworten können, die irgendwie rund um das Thema elektronische Patientenakte aktuell diskutiert werden. Das würde hier den Rahmen sprengen.
Was wollen wir? Wir wollen wenigstens ein paar Punkte mal durchgehen. Und zwar haben wir die gesamte Diskussion nachvollzogen und haben gesehen, dass es eigentlich verschiedenste Gruppen gibt, die sich aus ihrer Perspektive dem EPA-Thema nähern und da auch ganz spezifische Fragen haben. Und das sind im Grunde vier Gruppierungen. Man kann darüber streiten, ob die jetzt komplett alles abdecken oder nicht, aber man sieht im Diskurs her, dass da viel da, sagen wir, Spezifisches dahinter steckt. Die erste Personengruppe ist die Personengruppe der chronisch und schwer erkrankten Personen, die im Grunde schon seit vielen Jahren auch sehr intensiv ihr Krankheitsleben begleiten und natürlich aus dieser Perspektive auch zum Beispiel Erfahrung haben mit der ärztlichen Seite, als Chroniker natürlich auch regelmäßig. Auch das Thema Gesundheitsdaten ist, wenn man zum Beispiel Diabetes hat oder halt auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einfach durch die Diagnostik, die ich zu Hause mache, auch schon sehr stark. Da sieht man schon, da ist sozusagen ein erfahrener Level da und spezifischer Blick auf die EPA. Die zweite Gruppe sind die Angehörigen auch von chronisch und schwer erkrankten Personen, die natürlich auch hier in einer etwas anderen Rolle drin sind, aber trotzdem sehr entscheidend sind. Wir haben dann als weitere Gruppe, und das sieht man auch sehr schön in den Diskursen, gerade alle Personengruppen, die irgendwo mit dem Thema mentaler Gesundheit, aber auch mit stigmatisierenden Erkrankungen zu tun haben. Das sieht man sehr deutlich, also nach dem Motto, wie können, sagen wir mal, Symptome oder beziehungsweise Diagnosen aus dem Bereich der Psychotherapie, wie geht man da in der EPA mit um, weil es auch wirklich sensibel ist, genau wie stigmatisierende Krankheiten. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, den wir als dritte Personengruppe definiert haben. Und die letzte Personengruppe sind letztlich die Bürger und Bürgerinnen, die jetzt erstmal noch gar nicht so viele intensive Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem gesammelt haben oder nur peripher als Akuterkrankte und die natürlich jetzt auch auf dieses Thema gucken und da auch eine sehr spezifische Meinung reinbringen. Das ist erstmal sozusagen kurz zur Struktur, wie wir herangegangen sind. Wir haben eine Reihe von Fragen jetzt gesammelt und ich glaube, unser Konzept ist so, dass wir die einzelnen Gruppen mal durchgehen. Das heißt, wir fangen wirklich mit den chronisch erkrankten und schwer erkrankten Personengruppen an, weil das ist letztlich auch die Kernzielgruppe von Data Saves Life, erstmal hilfreich und nützlich zu sein für die Patientenorganisation. Das heißt, wir sind da jetzt dann einfach auch sehr stark erstmal aus dieser Perspektive und je nachdem, wie viel Zeit wir haben, können wir sozusagen diesen Blickwinkel dann auch nochmal von den Fragestellungen erweitern. Wichtig ist, dass wir ja jetzt uns auch gerade noch in einem Zwischenstatus bewegen. Das muss man auch vorweg sagen. Also das ist ganz wichtig, egal ob wir jetzt dann Statements haben von Sebastian Zilch oder von jemand anders. Wir sind hier gerade auf einem Weg. Und auch wenn der vor 20 Jahren begonnen hat durch Ulla Schmidt, muss man sagen, erst jetzt scheint er einen Bodenbelag zu bekommen, der belastbarer ist, um mal in der Bildsprache des Weges drin zu bleiben. Und dementsprechend gucken wir uns das jetzt auch mal genauer an. Birgit, von deiner Seite noch Ergänzung? Nee. Alles perfekt, Familie. Ja, im Chat, glaube ich, haben wir auch die Frage von Herrn Teubert soweit erstmal aufgenommen. Ja. Und dann gibt es vom Auditorium ansonsten von Ihnen, die heute mit dabei sind, ein ganz wichtiges Anliegen für heute, was Sie sagen, das geht ein bisschen übergeordnet, dann können wir das gerne mit aufnehmen. Ansonsten steigen wir jetzt sozusagen in medias res ein. Gut. Ich habe mal gelernt, Schweigen ist Zustimmung, auch bei Zoom. Also daher. Aber nutzen Sie ruhig die Chance, wenn irgendwo eine Verständnisschwierigkeit da ist oder sowas, gerne kurz in Chat oder halt kurz das Mikro freischalten. Also uns ist ganz wichtig, dass wir hier heute natürlich alle mit abholen und versuchen auch da niemand sozusagen zurückzulassen. Okay, steigen wir ein. Die elektronische Patientenakte ist Teil der Digitalisierungsstrategie des BMGs. Und ich würde ganz gerne einsteigen, Herr Zilch, wenn das okay ist mit Ihnen, weil letztlich jetzt natürlich bei der gesamten Diskussion klar ist, dass sich da das BMG sehr viele Gedanken gemacht hat. Und wir haben gerade schon im Vorfeld gemerkt, als ich das Beispiel brachte mit, ups, ich habe ein neues Handy und meine EPA war nicht mehr so offen, wie sie gerade gewesen ist, dass es da schon einfach auch sehr viele Überlegungen gab, wie man das am besten auch mitgestalten kann. Herr Zilch, wenn wir jetzt mal uns erstmal grundsätzlich annähern. Ich versuche das mal ein bisschen provokativ mal als den Einstieg zu wagen in
gibt es eigentlich die EPA oder reden wir eigentlich über die jeweilige EPA der Krankenkasse? Weil das ist so etwas, was uns in der Diskussion schon sozusagen aufgekommen ist, dass viele Leute sozusagen entweder generisch über eine elektronische Patientenakte sprechen oder halt auch sehr spezifisch über die Erfahrung, die sie jetzt mit ihrer eigenen Krankenkasse EPA gemacht hat. Und die Frage wäre letztlich, wie hängt das beides eigentlich zusammen, jetzt sozusagen aus Ihrer Perspektive? Kann man sich vorstellen, dass jede EPA gleich aussieht oder sieht dann doch jede EPA unterschiedlich aus? Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Focken, und vielen Dank auch für die Einladung hier auch an Birgit Bauer. Vielleicht einmal vorweg gesagt, ich finde es sehr wichtig, dass Diskussionsräume wie dieser jetzt schon entstehen, nämlich in einer Zeit, wo wir vorbereiten, die elektronische Patientenakte weiterzuentwickeln. Vom Status quo, die EPA ist ja heute schon nutzbar, hin zu einer EPA für alle, die tatsächlich in der Breite funktioniert. Und da werden wir sicherlich auch noch viel drüber sprechen, was das bedeutet. Sie haben ja schon viele Themen angesprochen, auch viele Sorgen, die auch bei den verschiedenen Gruppen mitschwingen, die sicherlich auch aufkommen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass auf einmal alle eine elektronische Patientenakte haben. Vielleicht nochmal zum Thema Digitalisierungsstrategie. Die haben Sie ja auch erwähnt und die möchte ich dann auch nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass es ein sehr wichtiges Instrument ist. Wir haben in Deutschland über viele Jahrzehnte uns mit dem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen beschäftigt. Wir haben verschiedene Instrumente entwickelt und aufgebaut, eine elektronische Patientenakte, eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung, ein elektronisches Rezept. Wir haben digitale Gesundheitsanwendungen. Und es gab zwei Töne, die in der Diskussion immer mitschwingen. Das eine ist, Deutschland ist bei der Digitalisierung hinten dran. Und das zweite ist, dass diese Anwendungen irgendwie nicht so richtig funktionieren und irgendwie ist Digitalisierung doch auch blöd. So. Es gibt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, ich glaube aus dem Jahr 2018, die auch nochmal gegenüberstellt, wie bestimmte Länder digital aufgestellt sind. Und da war Deutschland tatsächlich auf dem vorletzten Platz. Und eines, was alle Länder, die sehr erfolgreich waren, gemeinsam hatten, war, dass sie ein gemeinsames Ziel hatten, wo sie mit der Digitalisierung eigentlich hinwollen, sodass man auch Aktivitäten daran ausrichten kann. Sprich, eine Digitalisierungsstrategie. Und eine solche Digitalisierungsstrategie haben wir seit diesem Monat, also die ist ganz, ganz frisch. Ich schicke hier auch gerade mal in den Chat, da können Sie gerne im Nachgang zu diesem Webinar auch nochmal draufgehen. Wir haben uns sehr darüber gefreut, Herr Zeig, dass Sie das so gewählt haben, dass unser Webinar kurz danach stattfindet. Genau, richtig. Wo Sie auch gerne nochmal nachlesen können. So, und was sind da die Grunderkenntnisse? Die Grunderkenntnisse sind auf der einen Seite, digitale Anwendungen müssen integriert sein in Versorgungsprozesse. Das heißt, für all diejenigen von Ihnen oder auch diejenigen, die Sie vertreten, die schon mal die Erfahrung gemacht haben, sie waren beim Arzt und sagen, ich hätte gerne das E-Rezept. Und die sagen, nee, kriegen Sie nicht, machen wir hier nicht, wollen wir nicht. Ja. Oder bei einer elektronischen Patientenakte, was soll das denn bitte sein? Ja. Also im Prinzip so dieser Kampf in der eigenen Versorgung, auch eine Akte einsetzen zu können. Das ist ein großes Problem bei der Digitalisierung, also Prozesse. Das Zweite ist, dass wir Daten haben, mit denen wir auch Gesundheitsversorgung gestalten können. Also die richtige Grundlage dafür zu schaffen, auch die Erkenntnisse zu schaffen. Das ist eine zweite wichtige Säule. Und die dritte wichtige Säule, die ich an der Stelle auch noch nennen möchte, ist, dass die Technologie adäquat funktioniert und dass wir da die richtigen Rahmenbedingungen haben. So. Vor diesem Hintergrund jetzt nochmal zum Thema elektronische Patientenakte. Wir sind, wie gesagt, seit 2021 gibt es eine elektronische Patientenakte. Die kann jeder von Ihnen bei seiner Krankenkasse beantragen und dann in die Nutzung dieser Akte gehen, dann eben auch mit Ärzten und Ärzten ins Gespräch gehen, diese berechtigten Daten einzustellen. Das können Sie also auch alles heute schon tun. Und für all diejenigen, die das auch schon getan haben oder noch möchten, das jetzt auch aktiv zu beantragen, vielleicht auch noch eine wichtige Information, das werden Sie auch, sobald die EPA für alle da ist, weiter nutzen können.
Also da verschwindet nichts. Man kann sich also jetzt schon damit beschäftigen. Das ist eine Botschaft, die ich auch gerne an alle Apotheken, alle Ärzte gerne gebe. Ja, setzt euch doch schon damit auseinander. Dann wird das nicht ein großer Knall und auf einmal ist sie da. Und das ist ja dann doch auch ganz schön, wenn man selbstverantwortlich entsprechend sich mit diesen Themen beschäftigen kann. Jetzt sehe ich, wenn ich kurz unterbrechen darf, einfach nur eine Verständnisgeschichte. Wenn Sie von EPA für alle sprechen, heißt das, dass es letztlich die EPA mit der Opt-out-Lösung. Genau. Oder okay, gut. Richtig. Nur damit es klar ist, ne, einfach vom Verständnis, was ist die EPA sozusagen anfänglich gewesen und was ist sie jetzt sozusagen im zweiten Schritt? Genau. Vielleicht da nochmal dazu. Also warum sage ich nicht immer Opt-out-EPA? Weil ehrlich gesagt, ich finde es nicht so wichtig, ob ich meine Freiwilligkeit und meine Rechte ansetzen kann im Sinne von ich widerspreche oder ich beantrage etwas konkret, sondern es geht darum, klarzumachen, der Opt-out hat ein Ziel, einen Zweck und das ist eben für alle eine bessere Versorgung zu ermöglichen. Und deswegen benutze ich häufig den Begriff eben zu sagen, es ist eine EPA für alle. So, und jetzt war aber Ihre Frage nochmal, wenn Sie heute eine EPA haben, was ist der Unterschied? Also natürlich gibt es die EPA im Gesetz. Es gibt gesetzlichen Leistungsumfang, den eine EPA erfüllen muss. Es gibt Regelungen zum Datenschutz. Es gibt Regelungen zur Einwilligung. Also wann muss ich wie gefragt werden? Wem kann ich wann was für Rechte geben? Diese Regelungen sind heute schon im Gesetz und die wird es auch im Gesetz geben für eine Opt-out-Lösung. Also auch das wird eine gesetzliche Grundlage haben, die datenschutzsicher ist, die mit den Ressorts der Bundesregierung abgestimmt ist, die durch den Bundestag gelaufen ist. Also das wird eine sichere Anwendung, die auch auf einem demokratisch legitimierten gesetzlichen Boden steht. So. Das ist das eine. Und jetzt fragten Sie, aber wenn ich jetzt zwei verschiedene Krankenkassen habe, dann sieht die EPA ja vielleicht anders aus. Ja, das ist dann eine Frage, wie das Frontend des Versicherten, so nennen wir das ganz gerne, gestaltet wird, also die direkte Schnittstelle zur Krankenkasse. Die Krankenkasse bietet ja die oder ist ja verpflichtet gesetzlich, eine EPA auch anzubieten. Und das tun eben die Krankenkassen und gestalten die Nutzererfahrung da auch individuell. Das heißt, sie kann anders aussehen, aber sie leistet das Gleiche, weil sie alle auf der gleichen gesetzlichen Grundlage stehen. Okay, aber das heißt dann trotzdem bleibt es individuell der Weg, wenn ich eine EPA haben will, ich muss an die Krankenkasse gehen, die hat sozusagen ihren spezifischen Weg, wie sie sozusagen die Autorisierung vornimmt, dass ich versicherter Ina Focken zum Beispiel bin, bis hin zu, wie dann sozusagen auch die Funktionalität der EPA-App dann der jeweiligen Krankenkasse wie TK, BKK oder AOK oder wie auch immer dann aussieht. Gut, weil das ist so ein Punkt, was wir immer wieder in Diskussionen auch gesehen haben, dass dieser Unterschied teilweise gar nicht so bewusst ist. Benjamin, jetzt switche ich mal kurz zu dir. Gerade die ärztliche Perspektive, wo jetzt wir deutlich gesehen haben, was eine der sagen wir mal, auch vielen Fragestellungen gewesen ist, gerade aus dem Bereich der chronisch und schwer erkrankten Personen war eigentlich, wer füllt mir denn eigentlich die EPA? Klar ist, das muss von ärztlicher Seite geschehen. Aber hast du eine Wahrnehmung, wie jetzt gerade eine ärztliche Perspektive darauf ist? Werden da Vor- und Nachteile drin gesehen oder kann man das sozusagen als Selbstverständnis ansehen, dass halt ein Arzt oder eine Ärztin die EPA füllt, sage ich mal ketzerisch? Wie schätzt du das ein? Also fangen wir mal an. Also ich glaube sicherlich, es ist noch nicht so, dass es von meinen Kolleginnen und Kollegen flächendeckend als Selbstverständlichkeit gesehen wird, dass dieser EPA gefüllt wird. 1% haben wir, glaube ich, gerade als Wert, ne? So 1% haben eine EPA angelegt. Genau, das ist noch nicht, da sind wir noch ein bisschen von der Flächendeckung entfernt, haben wir noch einen guten Weg zu gehen. Ich bin aber ganz klar der Meinung, es muss und es wird sich durchsetzen, dass die Ärztinnen und Ärzte diese EPA befüllen werden und befüllen müssen. Und für mich sind als Arzt, ich habe 10 Jahre in der Uniklinik gearbeitet, die Vorteile so dermaßen evident, dass es sich, glaube ich, tatsächlich auch relativ schnell durchsetzen wird. Und ich möchte ein paar konkrete Beispiele geben. Ich habe in einem Fachbereich gearbeitet, der sich sehr stark mit Notfällen auseinandergesetzt hat. Das heißt, die meisten oder viele meiner Patientinnen und Patienten, die zu mir kamen, waren akute Notfälle, waren häufig auch in der Situation, dass ich nicht mehr adäquat mit den Patientinnen und Patienten sprechen konnte.
Und dann ist so ein Patient erstmal eine Blackbox für mich, weil der kommt, vielleicht ist irgend noch ein Angehöriger dabei und kann irgendwelche Informationen mitteilen. Aber ansonsten weiß ich nichts über diesen Patienten. Ich weiß nicht, welche Vorerkrankungen er oder sie hat, welche Medikamente er oder sie nimmt. Und das ist natürlich in einer Notfallsituation ganz, ganz häufig extrem elementar, diese Informationen vorliegen zu haben, um eine adäquate Behandlung durchführen zu können. Genau. Das ist sozusagen der eine Bereich. Und wenn ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen unterhalte aus anderen Ländern, die in dem genannten Ranking, was wir gerade eben gehört haben, in den Ländern nicht ganz so weit hinten sind, wie beispielsweise in Israel, es ist völlig selbstverständlich, dass alle relevanten Gesundheitsinformationen über einen Patient für die Behandlungsteams in der Notfallsituation jederzeit verfügbar sind. Das ist so ein Anwendungsfall, wo ich glaube, dass für jeden Beteiligten sehr schnell klar wird, wo die Vorteile darin liegen und sich deswegen durchsetzen wird. Ein anderer Punkt, und das ist der, den du angesprochen hast, gerade wenn es um chronisch erkrankte und schwerkranke Patientinnen und Patienten geht, dann haben diese Patientinnen und Patienten ja in der Regel schon eine lange Historie von Behandlungen und Therapien, die sie mitbringen. Und diese Historie ist zwar einerseits sehr, sehr komplex, aber sie ist andererseits auch extrem wichtig. Sie ist extrem wichtig für jeden Behandler, wirklich zu verstehen, was ist denn wann, wo, von wem schon gemacht worden, wo gab es welche Reaktionen etc. Und ich finde es tatsächlich unverantwortlich, den Patientinnen und Patienten in der Situation noch die Bürde aufzuhalsen, quasi noch der Buchhalter und Verwalter dieser eigenen Behandlungs- und Diagnosehistorie zu sein. Das heißt, auch hier ist es für mich eine ganz klare Verantwortung der Ärztinnen und Ärzte und des entsprechenden Infrastruktursystems, diese Informationen zusammenzutragen, damit chronisch kranke, schwer kranke Patientinnen und Patienten adäquat behandelt werden können. Und um adäquat behandelt werden zu können, ist es einfach notwendig, die komplette Anamnese, die komplette Historie vorliegen zu haben. Und das Dritte, und das ist jetzt noch der letzte Punkt, wenn wir auch natürlich immer darüber reden, das Gesundheitswesen wird für uns als Gesellschaft, es wird immer teurer etc. Wie oft musste ich in der Klinik Untersuchungen, Diagnostik erneut machen, ein neues MRT, einen neuen Laborwert etc. etc., weil es mir aktuell nicht vorlag. Weil die einzige Option war, dass ich meinen ärztlichen Kollegen in der Praxis irgendwie angerufen habe und gesagt habe, schick mir das doch mal zu, dann muss das rausgesucht werden, dann wird es gefaxt, dann kann ich es nicht in mein Klinikinformationssystem einspielen. In Notfallsituationen habe ich sehr, sehr häufig tatsächlich innerhalb von Münchens ein Taxi hin und her geschickt, was mir eine CD von einem MRT-Befund dann irgendwie zubringt. Ja. Und weil das nicht funktioniert, einfach zeitlich, war es schneller, für Hunderte oder Tausende von Euro die Untersuchung einfach nochmal zu machen, weil ich sie jetzt brauchte. Also da kommt so der gesamte gesundheitsökonomische Aspekt noch mit dazu. Und ich glaube, das sind so die Bausteine, die, denke ich, hoffentlich sehr schnell jeden meiner Kolleginnen und Kollegen dazu verleiten, doch bitte aktiv an dem System teilzunehmen. Aber natürlich, es ist ganz wichtig, und deswegen vielen Dank Ihnen nochmal, Herr Zilch, dass Sie das auch vorhin angesprochen haben. Es muss natürlich so einfach wie irgend möglich sein für alle Beteiligten, um die Barrieren so niedrig und so niederschwellig wie möglich zu machen. Super. Benni, eine Nachfrage, wenn du jetzt sozusagen die Notfälle als Beispiel selber erfahren hast, ne, in der zentralen Notaufnahme, zum Beispiel in der ZNA. Was ist denn die also ich gehe jetzt mal ganz naiv heran. Ich habe einen Notfall und die Person hat dementsprechend ein Handy dabei. Wie kommst du an diesen Notfalldatensatz? Ne, wenn man wirklich sagt, also na, wir wollen heute ja sehr konkret einfach ein paar Punkte mal durchsprechen. Ne? Und das wäre dann jetzt so die Fragestellung, weil darüber reden wir, dass es wirklich sehr konkret sein muss. Das wäre für mich jetzt so ein bisschen die Fragestellung. Birgit, ich habe es gesehen, ich komme gleich nochmal auf dich.
wäre so die Frage, was ist denn eigentlich dann das praktische Zielbild? Nach dem Motto, gibt es dann irgendetwas, was dann auf dem Handy liegt, was dann einfach auch barrierefrei dann sozusagen abgerufen werden kann? Wie muss ich mir das in der Praxis dann vorstellen? Oder liegt das auf meiner, sagen wir mal, Gesundheitskarte? Ja, also ich glaube, das Handy ist für die Notfallsituation und den behandelnden Arzt und Ärzte nicht die richtige Lösung. Weil erstens ist das Handy gesperrt durch den Patienten und das ist auch gut so und das soll es auch sein, sondern für mich ist das Handy das persönliche Interface zum Patienten und zur Patientin. Das heißt, die können darüber jederzeit Zugriff auf ihre persönlichen Daten haben. In der Notfallsituation ist es für mich, muss ich entweder über die Krankenversichertenkarte oder über einen zentralen Login auf diese Daten zugreifen können. Weil das Handy hat der Patient oder die Patientin nicht dabei oder es ist gesperrt und ich komme irgendwie nicht rein. Das heißt, ich muss mich als Arzt oder Ärztin auf eine andere Art und Weise einloggen können, dass klar ist, ich bin eine berechtigte Person, die auf diese Daten zugreifen darf. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und dann die Daten dieser Patientin oder dieses Patienten, der vor mir liegt und mir vielleicht eben nicht adäquat Auskunft geben kann, zugreifen kann. Ja, okay, weil das bringt jetzt ein bisschen Licht rein, ne? Also darum geht es uns gerade, weil man merkt, das sind so die ganz konkreten Fragezeichen, wo ich als normaler Bürger oder Patient oder Patientin dementsprechend erstmal überlege, wie sieht denn das aus? Eine der ganz konkreten Fragen, Birgit, die auch im Chat ja aufgetaucht sind, und da kommen wir jetzt mal, Oliver, da würde ich dich ganz gerne zu einbinden und mal fragen, was man deutlich sieht, weil du hast ja selber auch schon Erfahrung gesammelt hinsichtlich die Befüllung durch die Ärzteschaft. Wo der Sebastian Zilch hatte gerade schon gesagt, na, grundsätzlich ist es möglich, aber wir sehen halt auch gerade aus der Erfahrung gerade von chronischen und schwerkranken Personen, die haben das teilweise schon probiert und bekommen dann einfach auch ein Feedback, dass es technisch nicht möglich ist oder dass es sich nicht rechnet oder. Wie schätzt du das denn ein, Oliver? Also ich habe jetzt meine EPA seit anderthalb Jahren oder über einem Jahr und ich habe noch keine Daten von einem Arzt aufgespielt, weder von einem niedergelassenen Arzt noch von einem stationären. Also man muss dazu sagen, die stationären Ärzte sind sowieso relativ noch nicht so weit, dass sie Daten aufspielen. Und ich habe halt ein festes Set von Ärzten, dazu zählt mein Hausarzt bzw. die Hausarztpraxis, dazu zählen ein paar Fachärzte. Dazu zählt auch der Radiologe. Und das sind eben Ärzte, die sich momentan leider noch relativ schwer tun, die EPA zu befüllen, um sie auch abzulesen, teilweise auch. Das hat übrigens nicht nur Gründe mit der EPA, es hat auch Probleme mit der EGK gegeben. Also da hat es dann teilweise auch, ich sag mal, die EPA ist nach meiner Wahrnehmung bei vielen Ärzten so in Sippenhaft mit vielem, was rund um die Telematikinfrastruktur passiert ist, was sie nicht als positiv wahrgenommen haben. Aber ich habe meine EPA gefüllt, von mir aus gefüllt. Das ist auch kein ganz einfaches Unterfangen, weil, Benjamin, was du gesagt hast, die Historie, die ist ja dann eigentlich fast nur vom Patienten selber zu füllen. Weil ich kann, also, oder ich gehe zu einem Patienten, oder ich habe über Jahrzehnte hinweg den gleichen Arzt und der könnte die Daten dann aufspielen. Wenn man einmal umgezogen ist, ist das schon Vergangenheit. Also insofern sind viele Daten, die man sowieso im Papier hat, dann Daten, die man als Patient dann auch selber aufspielen kann oder aufspielen sollte. Hört erzählt, Sie haben sich gerade gemeldet. Ich glaube, da können Sie gleich sozusagen gerne jetzt gleich was dazu sagen, um da ein bisschen sozusagen Klarheit reinzubringen, weil das ist ja wirklich ein entscheidender Punkt, gerade aus der chronischen Erkrankenperspektive. Ja, also ich glaube, ich mag das Gesagte von Herrn Merx an der Stelle tatsächlich unterstreichen. Also diese Sippenhaft, das ist durchaus ein Thema. Ich glaube, es kommt aber tatsächlich auch hinzu, dass viele Praxen dann eben sagen, naja, also für den einen Patienten mich jetzt mit dem ganzen Aufwand zu beschäftigen, ja, das mache ich einfach nicht. So, und ich glaube, also die Finanzierungsregelung, die gibt es, das ist geregelt, man bekommt dafür Geld und ich glaube auch nicht, dass das zu wenig ist, was dafür vergütet wird. Also das sind sicherlich Rahmenbedingungen, die vielleicht auch ein bisschen Ausweichreaktionen sind an der einen oder anderen Stelle. Ich möchte aber auch noch mal ein Gegenbeispiel nennen. Ich war vorletzte Woche bei einer Arztpraxis, wo die Kollegin tatsächlich mit großer Leidenschaft die EPA befüllt. Also sie hat Patientinnen und Patienten, die kommen nur daher her, weil sich auch rumgesprochen hat, sie macht das und sie befüllt das und ist da total auch dabei und sieht auch genau diese Mehrwerte, die dahinter stecken. Und das ist eine
Das darf man auch nicht vergessen, ja. Also es gibt da nicht nur die Zweifler, sondern es gibt auch die, die gerne wollen und die dann ja vielleicht aber auch, das wird Herr Friedrich noch besser illustrieren können, dann vielleicht auch auf Patientinnen und Patienten treffen, die nicht genau wissen, was das ist oder die sagen, oh, wie komme ich denn da ran oder die vielleicht auch sagen, ich bin doch überhaupt nicht digital affin, ja, jetzt muss ich mich da irgendwie durch diesen aufwendigen Identifizierungs- und Authentifizierungsprozess quälen und ehrlich gesagt, ich will das doch gar nicht, ja. Und das sind alles auch Elemente, die wir bei der Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte mitdenken wollen. Also es soll beispielsweise auch möglich sein, dass, wenn ich nicht widerspreche, die Akte zu nehmen, das ist klar, zum Arzt gehe und ich überhaupt gar kein Frontend brauche, also gar kein Handy brauche, sondern dass ich dem Arzt die Berechtigung gebe, im Rahmen eines technischen Verfahrens, also insbesondere durch Stecken der elektronischen Gesundheitskarte oder auch über die digitalen Identitäten, die sich jetzt entwickeln. Und dann kann der Arzt meine Akte befüllen und kann aber beispielsweise dann auch sehen, welche Medikamente nimmt denn die Person eigentlich. Ja, und dann muss ich mich gar nicht damit beschäftigen, wenn ich das nicht will. Ich kann das natürlich machen, entweder persönlich oder ich sage, ich möchte das nicht, vielleicht gerade bei älteren Menschen, ich möchte, dass mein Sohn, meine Tochter, meine Nachbarin, was auch immer, wem ich da vertraue, das für mich macht. Und dann wird es eine Vertretungsregelung geben. Das heißt, dass man trotzdem mal in die Daten reinschauen kann, aber es selber nicht machen muss. Also das sind genau die Elemente, die wir auch bei der Weiterentwicklung der EPA natürlich bedenken. Das heißt also beruhigend erstmal, Oliver, ne, ich wollte dir jetzt gerade die Brücke für dich wieder spannen, aber du kannst auch gerne direkt dann einsteigen. Sag ruhig. Ja, herzlich. Also ich kann Ihnen absolut zustimmen. Also es gibt auch Ärzte, ich kenne auch viele, die sich wirklich für die EPA interessieren. Nur ich wohne jetzt zum Beispiel am Chiemsee auf dem Land und ich habe einen Hausarzt, einen festen, und ich habe einen festen Satz an Ärzten. Und das ist eine Art Glücksspiel, ob die Ärzte, mit denen ich jetzt zu tun habe, nur genau diese Affinität besitzen. Und das ist halt dann so, dass ich jetzt auf dem Land nicht so ohne weiteres einen Arzt wechseln könnte. Also das heißt, das sind Sachen, wo ich denke, dass sich in Zukunft wird sich auf jeden Fall so entwickeln, wie Sie das gesagt haben. Nur es ist, glaube ich, im Moment so für jemanden, und ich finde vor allem auch dieses Wechselspiel zwischen ambulant und stationär sehr wichtig. Also bei den ambulanten Ärzten ist es ja vielleicht noch relativ verbreitet. Stationär ist die EPA noch weit unterrepräsentiert. Und ich habe jetzt mehrere Arztbesuche gehabt. Ich habe meine EPA immer dabei, weil ich immer wieder spezifische Fragen bekomme und ich kann dann quasi meine selbst aufgespielten Daten also rausholen und vorzeigen. Also ich hatte zum Beispiel einen Tumor, da wird mich dann gefragt, was genau war das? Das kann ich jetzt mit normalen Worten einfach nicht ausfüllen, aber das taucht immer wieder auf. Also solche Fragen, insofern hat doch die EPA jetzt schon einen Nutzen, selbst wenn kein Arzt aus meiner Sicht da Daten draufgespielt hat. Und vielleicht darf ich das auch noch sagen, ich habe auch eine Vertretungsregelung eingesetzt, das heißt, meine Frau hat auch diese Möglichkeit, diese Daten mal für einen Notfall dann freizugeben. Umgekehrt habe ich die Vertretungsregelung für meine Frau. Und das fühlt man sich einfach auch sicherer. Ob das jetzt objektiv wirklich so ist, lasse ich mal offen. Aber man hat zumindest das Gefühl, wenn ich jetzt mal nach Hamburg in Urlaub fahre oder nach irgendwohin in Deutschland und da passiert irgendwann mal was, dass man dann doch das Gefühl hat, man hat viele Unterlagen griffbereit für den Notfall. Super, danke Oliver. Ich glaube, man sieht aus den Schilderungen sehr gut, dass es noch ein Weg ist. Ne? Also dass wirklich wir, es wurde auch gerade gefragt vom Michael Hegele, gibt es ein Verzeichnis der Ärzte und Ärztinnen, die eine EPA gerne füllen? Ne? Das Beispiel herzlich, was Sie gerade gegeben haben. Ne? Also könnte man sozusagen kommerziell dann auch wirklich ausschlachten. Aber die Fragestellung bleibt dann trotzdem, sagen wir, ein Arztwechsel heißt ja auch, dass ich ein Vertrauensverhältnis in dem Moment eventuell auch einfach abschneide. Ne? Und dementsprechend glaube ich, ist das halt dann der normale Weg, sollte eigentlich wirklich sein, dass in der Breite sozusagen die EPA-Befüllung kein Problem ist, sondern im Gegenteil dann auch mit der Vergütung, die Sie gerade genannt hatten, auch im Grunde ein Standardverfahren einfach dann sein sollte. Wo wir aber gerade einfach noch nicht stehen, ne? Und was man festhalten kann, dass es wirklich da auch in der Breite, in der Ärzteschaft nicht, sagen wir mal, das Standardangebot gerade ist, sondern im Gegenteil, also das ist auch wirklich etwas, was wir aus der Community zurückgespielt bekommen haben. Ja, das ist ein Problem, weil ich laufe da gegen verschlossene Türen an und da ist auch keine Bereitschaft dazu da. Erst erzähle ich und dann nochmal Oliver. Also da vielleicht nochmal ergänzend zugesagt. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass der Prozess nicht nur für die Patientinnen und Patienten gut läuft, sondern auch für die Ärztinnen und Ärzte.
Und deswegen ist unser Ansatz auch zu sagen, dass wir bestimmte Elemente, die eben dann auch in eine EPA gehen sollen, ja, also die auch definiert sind im Gesetz und daher auch transparent, dass die dann auch möglichst automatisch in die EPA wandern sollen. Auch hier wieder, wenn Patienten das nicht wünschen, können sie widersprechen. Das ist gegeben, auch bei sensiblen Informationen. Also wir haben im Moment in unseren Überlegungen beispielsweise auch drin, ich habe hier gerade eine Organisation gesehen, für die es vielleicht relevant ist, bei HIV-relevanten Diagnosen oder Befunden, dass man da zusätzliche Informationspflichten hat. Also ein Arzt muss dann vorher sagen, ich würde diesen Befund einstellen, möchten Sie das? Und das muss dokumentiert werden. Um aber auch die Souveränität der Patientin damit zu erhöhen, weil es kann ja durchaus eine relevante Information bei einer Weiterbehandlung in einem anderen Kontext sein. Also solche Themen werden da auch eine Rolle spielen und müssen natürlich auch mitgedacht werden. Wenn ich da kurz was zu sagen direkt erwidern darf, das ist super, weil das ist auch eine der Fragestellungen, die wir jetzt in dieser, gerade in der Personengruppe, die mit Diagnosen daherkommen aus dem Bereich der Psychotherapie oder halt aus stigmatisierenden Krankheiten wie HIV etc., die natürlich eine sehr große Sorge haben, dass, sagen wir mal, sie die Kontrolle darüber verlieren, wer überhaupt diese Diagnose sehen kann. Nein, absolut nicht. Also das waren ja tatsächlich auch eine oder mit die ersten Stimmen, die wir da auch wahrgenommen haben, die schon, ich sag's mal überspitzt, wussten, wie die EPA-Spezifikation sein wird, bevor wir überhaupt angefangen haben, sie zu schreiben. Aber darin schwingt ja genau die von Ihnen beschriebene Sorge und Angst auch mit. Ich kann an der Stelle nochmal sagen, es ist nicht vorgesehen, dass hier psychische Erkrankungen automatisch eingestellt werden und man darüber keinerlei Kontrolle hat. Psychische Diagnosen sind zum einen keine automatisierte Befüllung, zum anderen haben sie eben genauso wie auch HIV-Diagnosen besondere Rahmenbedingungen, unter denen sie eingestellt werden können. So, das ist das eine. Und selbst wenn ich sage, naja, das ist für mich schon relevant, dass das in meiner elektronischen Patientenakte steht, dann ist auch vorgesehen, dass man diese Informationen verschatten kann, sodass eben nicht der Orthopäde auch sieht, dass ich eine Depression habe, wenn ich das nicht wünsche. Ja? Mhm. Also das wird mitgedacht, selbstverständlich. Wir werden hier natürlich auch eine datenschutzgesicherte Akte anbieten. Und wir werden auch hier den gesellschaftlichen Dialog mit aufnehmen. Und der ist ja auch schon initiiert über die Gematik, also die Organisation, die die technischen Voraussetzungen festlegt. Und da sind wir im Dialog. Und das sind ganz wichtige Einlassungen, die wir auch berücksichtigen werden. Also hier kam gerade auch im Chat nochmal von Herrn Grunewitz der Hinweis, eines Erlebnisses einer Freundin, die beim Gynäkologen war und dementsprechend dann auf einmal auch eine psychische Erkrankung dort für den Gynäkologen oder die Gynäkologin halt einsehbar gewesen ist. Ne? Auch, wie gesagt, ist jetzt einfach nur die Meldung aus dem Chat, worüber wir schon aber im Vorfeld auch gesprochen haben. Birgit und Oliver, ihr hattet da ja auch konkrete Beispiele, war im Grunde, wenn man erstmal sowas in der Akte drinstehen hat, und da reden wir jetzt über dem Fall wie jetzt und was hier auch über den Chat reinkommt, das ist sozusagen ja der Altzustand, ne? Um da kurz dran zu erinnern, wir reden jetzt gerade nicht über die EPA, sondern über das, was jetzt gerade Status ist. Gibt es darüber dann halt auch, Birgit, wir hatten das Beispiel ja auch, wo man gesehen hat, da wird dann irgendwann Jahre vorher, und Oliver, du hattest das Beispiel auch, irgendwo eine Diagnose erfasst, in Anführungsstrichen, und die wird dann einfach weitergeschleppt. Birgit, mal aus deiner Perspektive, wie hast denn du das wahrgenommen? Wie fühlt sich das denn an? Also kurz gesagt, ich fand es unmöglich. Mir hat irgendwann ein Arzt bei einer Begutachtung reingeschrieben, ich bin adipositös. Man mag von mir behaupten, was man will. Ja, ich bin verfressen und ja, ich habe vielleicht 2 Pfund mehr auf der Waage, aber ich sage jetzt mal, so heftig war es da nicht. Aber diese Diagnose zieht sich seit 18 Jahren. Ich bin 2005 diagnostiziert worden mit Multipler Sklerose. Ich lebe also 18 Jahre mit dem ganzen Elend und na jede Menge Leitsordner und CDs und Gedöns, die ich auch gern von Arzt zu Arzt transportiere, weil man ja sonst langweilig wird im Leben. Da ist es tatsächlich dann schon ein Problem, weil dann kann man 100-mal sagen, hey,
Es ist vorbei. Ich habe in der Zwischenzeit einmal 15 Kilo abgenommen. Ich treibe mehr Sport auf, Anraten meiner Ärzte. Blablabla. Also man verbessert sich ja und man macht ja auch was, um sich besser zu fühlen. Mal abgesehen davon, dass die Diagnose nie richtig war. Aber sie zieht sich. Sie steht immer noch drinnen und ich kann es noch 10-mal sagen und wahrscheinlich sage ich es in 20 Jahren noch, hey, streich das raus. Das ist nicht mehr wahrheitsgemäß. Das ist denen egal. Verwässert natürlich eine Diagnose, verwässert am Ende des Tages wahrscheinlich auch eine Empfehlung vom Arzt. Weil man rutscht einfach in eine andere Nummer rein. Und ich sage mal so genauer, genauer meine Daten für den Arzt sind, desto genauer, glaube ich, ist ja die Information, die ich zurückbekomme, die der mir zurückspielen kann. Und umso besser ist doch am Ende auch der Dialog und die Versorgung. Also es geht ja da um Versorgung, es geht um Lebensqualität. Es geht auch darum, dass das für mich das Leben lebenswert bleibt. Ich suche mir mein MS nicht aus. Also ich war nicht im Supermarkt und habe gesagt, hey, ich hätte gerne mal 3 für den Preis von einmal MS, bitte. Es war nicht vorgesehen in meinem Lebensplan, es kam. Und daher hätte ich dann schon einfach gern einmal meine Daten ganz konkret an einem Ort, wo ich die teilen kann. Und ich kann nur eins sagen zum Thema Stigma. Das trifft uns mit Multipler Sklerose genauso wie wahrscheinlich ganz viele andere Erkrankungen. Ich kenne wahnsinnig viele Menschen mit MS, die in Schubfällen die Kündigung erhalten oder wie es bei mir jetzt vor ein paar Wochen war, ich habe einen Schub gehabt, ich schwankte wie ein Seemann bei hoher See, wo dann im Supermarkt eine hinter mir herplärt und sagt, hey, na, wohne also auf dem Dorf in Niederbayern, dort, wo die Ärzte auch nicht EPA-affin sind und wo man unheimlich schwer auch einen Arzt findet, der EPA-affin wäre. Aber wenn der dann hinterher schreit, vor dem Milchregal so, hey, hat er Wahrheit auch schon ganz schön was gekommen, ne? Und man sich dann nur noch umdreht und sich schlagfertig in 10 Jahren oder 18 Jahren im S antrainiert hat. Na, also 2 Flaschen Wodka zum Frühstück sind nicht genug, dann ist das aber auch deprimierend. Also man muss ja gewisse Hartnäckigkeit und Schlagfertigkeit und eine dicke Haut zulegen. Aber manchmal denke ich mir, es wäre doch so schön, einfach diese EPA zu haben, zu wissen, okay, ich kann zum Arzt gehen. Ich bin nicht mehr mit Adipositas unterwegs, sondern der hat mir meinen aktuellen Stand und kann mir am Ende auch die Empfehlung geben, die ich vielleicht gerne hätte oder die ich brauche oder auch meine Fragen beantworten, die ich gerne die ich ihm stelle. Aber ich glaube, da sind wir weit davon entfernt im Moment. Und wie gesagt, also ich bin da wieder Oliver Merks, ich wohne am Land. So einfach ist es mit den Ärzten hier nicht. Ja. Benni? Ja, also ich möchte nur ganz kurz auf das nochmal eingehen oder das nochmal tatsächlich unterstreichen, Birgit, was du gerade gesagt hast, weil das ist tatsächlich ein wunderbares Beispiel mit deiner nicht existenten Adipositas. Das ist nämlich ein systemisches Problem und nicht das Problem der EPA. Ganz im Gegenteil, die EPA könnte die Lösung dafür sein. Weil das systemische Problem, und das kann ich, wie gesagt, einfach als Arzt sagen, wenn man als junger Assistenzarzt irgendwie anfängt, ist eine der Aufgaben, neue Patienten aufzunehmen oder sich mit neuen Patienten zu beschäftigen. Was macht man? Man bekommt ja in der Regel vom Patienten so einen Stapel von alten Arztbriefen rübergereicht. Da steht ja oben, normalerweise ganz fett oben, stehen erstmal die Diagnosen. Die sind häufig noch in fetter Schrift. Was mache ich? Die kopiere ich. So. Und so taucht so eine Diagnose, wie du sagst, auf und dann wird die tradiert. Dann zieht die sich durch die Jahre hinweg durch. Und das ist genau wieder eine Chance. Die EPA kann zentral diese Informationen speichern. Es gibt einen Ort, es gibt eine, wie nennt man es neudeutsch so schön, Single Source of Truth, also eine zentrale Wahrheit. Und wenn dort eine Diagnose einfach nicht mehr stimmt und sie entfernt wird, dann ist sie weg. Dann wird sie eben nicht mehr über irgendwelche Wüste geschrieben. Oliver, ich sehe dein Hand, ich wollte gerade sagen. Schütteln. Oliver? Ich bin bei dir, so muss es, so sollte es sein, sagen wir es mal so, ob es in der Realität so passiert, dass da müssen wir hinarbeiten, dass wir da hinkommen. Ja, vielleicht darf ich da direkt zur Stellung beziehen. Ja. Also das, worüber gesprochen wird, ist einerseits wirklich ein Problem des Systems und nicht der EPA. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und daher spielt zum Beispiel eine Sache ganz massiv mit rein. Und das ist das Format des Arztbriefes, weil die Diagnosen, die abgelegt werden, stützen sich auf dieses Format, das ja teilweise recht frei ist. Also ich hatte selber genauso meine Frau das wahnsinnige Glück, dass wir beide erstmal psycho abgestempelt wurden, bevor man die richtige Krankheit gefunden hatte. Bei meiner Frau MS, ich hatte einen Tumor. Und das sind natürlich so Sachen, die sind dann in einem 3 Meter langen Arztbrief enthalten und gar nicht so leicht rauszueisen aus den anderen Informationen. Das heißt also, der Arztbrief ist noch in so einem freien Format, dass ich quasi das Dokument teillöschen müsste.
in der EPA. Das ist nicht so einfach. Das ist aber in Papier auch nicht einfach. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Also die Frage ist, ob man eine falsche Diagnose heute schon irgendwo rauskriegt, weiß ich nicht. Aber in der EPA wird man auch hier mit Sicherheit nochmal den Arztbrief standardisieren müssen, dass nicht solche Sammelbriefe mit Sammelbefunden drin sind, wo alles miteinander vermischt wird. Ja, super. Also fühlt sich gerade gut an, weil muss ich ganz ehrlich sagen, weil durch die Antworten, die er gerade gegeben hat, wird eigentlich klar, ne? Also dieses Thema einer Diagnose, die in irgendeiner Form geschützt sein soll, kann ich im Moment als Patient oder Patientin gar nicht schützen, wenn ich es richtig sehe. Mit der EPA besteht überhaupt die Möglichkeit, das in irgendeiner Form einsehen zu können, wer darauf Zugriff hat. Da sehe ich schon die Handzucken von Herrn Zilch. Ja, das wollte ich mir. Also grundsätzlich geht das auch heute schon, eine falsche Diagnose auch bei der Krankenkasse zu melden, und die wird dann entsprechend korrigiert. Ich glaube, eine große Herausforderung ist, dass man heute schlicht nicht weiß, was eigentlich diagnostiziert wird, oder eben nur schwer an diese Informationen herankommt. Und das ist bei der EPA ja auch vorgesehen, dass die Abrechnungsdaten dort auch eingespeist werden, es sei denn, ich widerspreche. Also es tut mir leid, ich bin etwas repetitiv, aber ich möchte einfach nur noch mal deutlich machen, ja, man bleibt weiterhin souverän in seiner Information. Aber das wird dann möglich und dann kann man auch in den Dialog gehen. Und ich glaube tatsächlich, mit dem Thema auf einmal in der Breite auch solch einen Transparenzschub zu haben, das wird am Anfang ruckeln. Und ich glaube, das werden viele auch nochmal ein neues Bewusstsein darüber entwickeln müssen, was das heißt, wenn man sowas reinschreibt, immer wieder und über Jahrzehnte. Also ich habe das selber auch, bei mir war es jetzt nicht die Adipositas, sondern eine Migräne, die sich da jetzt irgendwie mitschleppt. Und ich denke, ja gut, ich hatte schon ewig keine Migräne mehr, jetzt steht das da immer noch. Ja, was heißt denn das jetzt eigentlich? So, und den Dialog müssen wir aber führen, wenn wir tatsächlich auch miteinander co-kreierend Gesundheit schaffen wollen oder erhalten wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich wollte vielleicht nochmal auf die paar Fragen eingehen, die jetzt hier auch im Chat waren. Mhm. Also wie gesagt, die Geschichte der Freundin beim Gynäkologen, ich kann es nicht zusammenfassen. Ich glaube nicht, dass es ein Thema der EPA war. Ganz im Gegenteil, mit der EPA ist so viel Datenschutz sichergestellt wie möglich. Das könnte durch einen Entlassbrief sein. Das, ich weiß nicht, ob es auf dem Dorf war und man hat sich mal unterhalten und dann hat man das da noch mit reingeschrieben. Ich kann es nicht nachvollziehen. Von daher aber da nochmal die Aussage. Die Idee ist nicht, dass hier blind alle Informationen kreuz und quer auf den Bildschirmen dieser Welt zu Hause sind. Darum geht es nicht, sondern dass man eine gute Versorgung ermöglicht und man souverän entscheiden kann, welche Informationen möchte ich teilen, welche eben auch nicht. So, dann, wie wird der Opt-out aussehen? Es wird verschiedene Momente geben, in denen man sagen kann, dass man die Akte nicht nutzen möchte. Es wird, bevor die Akte für alle gesetzlich Versicherten angelegt wird, eine Information der Krankenkasse geben, wo auch darüber aufgeklärt wird, was heißt das, was kann diese Akte, was muss man machen, was kann man machen, was darf man machen. Ja? Darüber wird informiert werden. Und ich kann also, bevor sie angelegt wird, sagen, ich möchte die Akte nicht. Wenn die Akte angelegt ist und ich bin nach 2 Jahren hochfrustriert mit diesem Zugewinnen an Versorgungsverbesserung, dann kann ich auch dann noch sagen, ich möchte die Akte nicht nutzen. Dann wird sie gelöscht. Es muss dann aber auch klar sein, die ist gelöscht. Und das wird dann nicht wieder magisch rückwirkend zusammengestellt, weil wenn ich ein datensicheres Instrument habe, dann heißt das eben auch, dass eingestellte Informationen nicht mehr da sind. Die könnte ich mir natürlich vom Arzt wieder einstellen lassen, bestimmte Informationen, aber das ist natürlich sehr aufwendig und das ist dann auch die Frage, ob der Arzt sich diese Aufgabe dann nochmal stellen möchte, aber das ist auch dann noch möglich. Also ich kann jederzeit sagen, ich möchte das nicht nutzen. Dann noch hier die Frage mit der Komplementärmedizin aus der Apotheke. Im Moment ist vorgesehen, dass Medikationsinformationen von der Apotheke direkt auch in die elektronische Patientenakte kommen, es sei denn, ich widerspreche. Und das betrifft im Moment aber nur verordnungspflichtige Medikation. Ich kann aber selber auch Medikation einstellen. Also das ist ja heute auch möglich, dass man eigene Informationen einstellt. Das haben wir ja eben auch schon als Beispiel von Herrn Merks gehört. Das wird weiterhin möglich sein und damit dann auch ein vollständiger Überblick über die Medikation ermöglicht. Es war eben noch eine Frage im Chat, die möchte ich auch gerne noch beantworten. Und zwar ging es um die privaten Krankenversicherungen. Mhm.
Private Krankenversicherungen können elektronische Patientenakten anbieten. Wenn sie eine elektronische Patientenakte anbieten, dann gelten die gleichen Spielregeln wie in der gesetzlichen Krankenversicherung, also gleiche gesetzliche Grundlagen, Leistungsumfang, Datenschutz, das ganze Programm. Das muss sichergestellt werden. Die privaten Krankenversicherungen können aber selber entscheiden, ob sie das anbieten. Das heißt, wenn man als privatversicherter Patient eine Kasse hat, die das nicht tut, dann sollte man der deutlich machen, dass das ein durchaus sinnvolles Instrument wäre und dass der Konkurrent doch so eine Akte hat und man sich dann schon auch mal überlegt, ob das da nicht ein interessanter Schritt wäre. Will nur sagen, auch bei den privaten Krankenversicherungen ist wahnsinnig viel Bewegung in dem Thema und die möchten natürlich nicht auf einmal Medizin zweiter Klasse anbieten, indem sie keine Akte haben. Also da würde ich daher davon ausgehen, dass auch die privaten Krankenversicherungen Akten anbieten. Super. Vielen Dank herzlich, dass Sie auch gleich die konkreten Fragen aus dem Chat beantwortet haben. Das wäre sonst der kurze Cut gleich gewesen, aber erstmal leite ich nochmal zu Birgit über, bevor wir sozusagen in die finale Frage- und Antwortrunde dann nochmal hineingehen. Ja, herzlich danke, dass Sie uns da hier schon mal, oder dass Sie mir jetzt assistieren, das finde ich großartig. Ich habe die Fragen auch gesehen und wir haben die auch auf den Nägeln gebrannt, vor allem das mit dem Opt-out und auch mit den privaten Krankenversicherungen, weil das immer nur eine große Frage ist, die ja immer wieder kommt. Was ich aber gerne sagen möchte, ist, auch wenn die Krankenkassen dazu mehr oder weniger verpflichtet werden, ihre Versicherten zu informieren, Entschuldigung, das, was da kommt, ist aber schon ein bisschen wenig, gell? Also, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Als ich zum ersten Mal die EPA mir geholt habe von meiner Krankenkasse, da kam ja gar nichts. Ich musste mir das selber zusammensuchen im Prinzip. Also so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Jeden Tag ein kleines Nüsschen und dann gehen wir weiter. Das war einfach schlecht. Das war ganz schlecht gemacht. Und man muss auch vom Ministerium meiner Meinung nach, und das sage ich hier mal als offizielle DSL-Frau, da muss eine andere Kommunikation stattfinden. Wir müssen es den Menschen erklären. Wir stolpern hier wirklich jeden Tag über Menschen, die wirklich ein Riesenproblem haben, sich einfach das mal auseinanderzuklamüsern, das aufzudröseln und zu verstehen. Und die stehen da vor so einem technischen Gedöns, sage ich jetzt mal, ich will nicht respektlos sein, aber es ist so, die stehen da vor diesem Wust von irgendwas, lesen auf der anderen Seite gern mal beim Arzt am Tresen nur die Faxe, die da über den Tisch laufen vom Nachbarn. Also wenn du wissen willst, wo dein Nachbar herkommt und welche Erkrankungen er hat, geh zum Arzt und lest den Tresen. Das ist ein toller Newsticker. Aber am Ende des Tages ist es doch so, wir müssen die Menschen wesentlich besser informieren. Deswegen gibt es auch Data Saves Lives, weil wir gesagt haben, wir brauchen mehr Informationen. Und das Informationsdesaster, das ich persönlich von meiner Krankenkasse erhalten habe zur EPA, ich habe da ja angerufen und gesagt, können Sie mir das bitte erläutern? Die Frau sagt, es tut mir leid, ich bin nicht geschult. Und man gedacht, super, ich bin der Versicherte und du bist nicht geschult. Das ist ein tolles Team, ne? Aber du willst mein Versicherer sein. Also man kommt sich da manchmal, Entschuldigung, ein bisschen verblödelt vor. Und ich glaube, wir müssen hier ganz nochmal ganz klar an Informationen liefern. Wir müssen wirklich schauen, dass wir die Menschen an Bord kriegen und dass sie nicht immer nur diese ganzen wilden Hashtags rauspusten und sich gläsern fühlen, sondern wir müssen einmal schauen, dass wir ganz konkrete und klare, einfache Informationen liefern. Nicht mit Fachtermini um uns schmeißen wir mit Konfetti im Fasching, sondern tatsächlich auch dafür sorgen, dass die Menschen anfangen, das zu verstehen, weil wir haben so viele Vorteile. Also Benjamin, du hast es gesagt, das, im Notfall, der Vorteil ist da, wenn ich die Daten habe, kann ich besser behandeln. Wenn ich einen Patienten kenne, dann läuft es auch auf einer anderen Ebene ab und dann kann ich besser Empfehlungen geben, aber dafür müssen wir die EPA erstmal verstehen. Und solange wir das nicht tun, wird es nicht funktionieren und deswegen brauchen wir ganz eine klare und eine ganz eine verständliche und niedrigschwellige Kommunikation. Das ist einmal mein Appell hier, weil ich glaube wirklich, dass wir hier noch jede Menge zu tun haben und ich glaube, wir könnten jede Menge Menschen mehr gewinnen, würden wir sie denn einfach mal nicht überzeugen wollen, sondern würden wir sie dazu zu bringen, zu verstehen. Und das ist der Punkt. Danke. Ende. Wir haben zu danken, Birgit. Oliver, du hattest dich noch kurz gemeldet. Ja, ich hatte sehr viel Kommunikation. Ich hatte ja mal das EPA-Magazin rausgebracht, auch mit dem Hintergrund der Information. Ich habe mich mit sehr vielen Krankenkassen unterhalten, Krankenversicherern, Krankenkassen. Und man muss auch teilweise Rücksicht haben mit denen aus meiner Sicht. Es gibt sehr unterschiedliche Größen von Krankenkassen. Wir haben sehr große, wir haben sehr kleine Krankenversicherer. Wenn man das Pech hat, dass man gerade bei einem sehr kleinen Krankenversicherer ist, finde ich das absolut nachvollziehbar, warum man dort den Kommunikationsaufwand in Grenzen hält. Und das ist einfach so, das muss man auch sehen, die sind teilweise wirklich mit sehr wenig Manpower ausgestattet.
Und das ist auch mein Hinweis an Herrn Zech nochmal. Ich glaube, dass man noch mehr zentrale Informationsangebote braucht, die eben nicht dezentral sind. Und das hat man schon auch aus meiner Sicht nicht ganz elegant so den Krankenversicherern rübergeworfen und ihnen gesagt, jetzt guck mal, wer das selber macht. Also da ist, glaube ich, mehr Zentralisierung gefragt. Kurz noch, Herr Zech, bevor wir dann so langsam in den Endspurt hineingehen. Also ich halte es ganz kurz. Alles richtig. Absolut. Ich glaube tatsächlich, es ist essentiell, dass wir darüber informieren, was für eine grundlegende Veränderung auch in der Versorgung bevorsteht. Und das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Und da wird jede Gruppe in der Pflicht sein. Ja? Da werden Multiplikatoren wie Sie als Patientenvertretungen eine Rolle spielen. Da werden die Ärzte eine Rolle spielen, die Krankenkassen und das Ministerium. Wir müssen darüber informieren, welche Rechte es gibt. Wir müssen Mythen ausräumen und eben auch darüber informieren, was eigentlich der Mehrwert ist. Und wir haben ja heute schon Opt-out-Bitten bei der Gematik und bei bestimmten Krankenkassen vorliegen. Und es gibt ja auch Sorgen, was das bedeutet. Wir gucken mal ins Ausland. Frankreich hat eine Opt-out-Logik. Österreich hat eine Opt-out-Logik, ja, um mal zwei Beispiele zu nennen. Österreich, weniger als 3% der Versicherten, die das nicht nutzen. In Frankreich unter 2%, die das nicht nutzen. Und das ist etwas, was wir auch erreichen müssen. Ja? Einfach auch im Sinne einer guten Versorgung für die Versicherten dieses Landes. Super. Wir werden heute ganz klar nicht alle Sachen beantworten können. Und um jetzt, sagen wir mal, mit einem Blick auf die Zeit, wir haben noch 3 Minuten, man sieht, es ist halt eine gemeinsame Aufgabe. Brauchst du nicht den Kopf schütteln, Birgit? Sind nur noch 3 Minuten. Ich hätte jetzt gerne auch länger, aber wir werden, um das gleich aufzunehmen, wir haben schon darüber diskutiert, auch dieses Thema jetzt von der Webinarseite noch länger zu begleiten und sicherlich auch nochmal eine zweite oder dritte Runde zu machen, weil wir sehen, wie wichtig halt wirklich dieser Kommunikationsauftrag dahinter ist. Was Sie aber auch gerade sagten, Herr Zech, man sieht, da hat jeder im Grunde halt seine eigene Rolle in diesem System. Es gibt nicht, sagen wir mal, der eine Part, wo man sagt, da liegt es jetzt komplett, sondern es geht nur miteinander. Wenn die Ärzte und Ärztinnen die EPA nicht füllen, dann wird es schwierig. Wenn die Patienten und Patientinnen sich auch nicht stärker damit auseinandersetzen, das kam hier auch gerade auch nochmal im Chat auf, dann wird es auch schwierig. Ne? Und. Und da sieht man schon auch die Krankenkassen, die letztlich die das im Grunde pflegen und auch komplett administrieren von der EPA, auch die haben natürlich die Aufgabe, da intensiv zu kommunizieren und klarzumachen, warum machen wir das und was sind die Vorteile und wie kannst du damit umgehen und wie ist das Verfahren. Ne? Also da sieht man schon noch diesen großen Berg, der da irgendwie vor uns liegt. Aber dafür auch heute diese Veranstaltung als Auftakt, um einfach auch klarzumachen, was sind die Mythen, was sind Dinge, die man schon beantworten kann und woran müssen wir letztlich dann auch weiter arbeiten von der Zielrichtung her. Benni, da sehe ich noch eine Hand. Genau, ich will nur noch ein Thema kurz und ich finde es ganz, ganz toll, Ino, dass du sagst, das ist quasi ein Auftakt, um das Ganze fortzuführen, weil das möchte ich tatsächlich auch unterstützen, weil es gab einen Aspekt, den Herr Zech mal kurz angesprochen hat, den wir jetzt heute noch gar nicht besprochen haben. Wir haben sehr viel über die Vorteile für den individuellen Patienten gesprochen, aber wir müssen natürlich auch bedenken, welche Vorteile tatsächlich für das System, für die Verbesserung von Gesundheit, für das mehr Lernen über Erkrankungen in der EPA drinsteckt, in der wissenschaftlichen Nutzung der Daten. Und das ist ein Aspekt, den wir jetzt heute noch nicht beleuchtet haben, aber ich glaube, der ist wirklich verdient, auch nochmal extra beleuchtet zu werden. Denn über den individuellen Nutzen ist der Nutzen für das Gesundheitssystem und alle Betroffenen davon extrem groß ebenfalls. Super, Benni, weil das ist ehrlich gesagt fast eine bewusste Entscheidung, jetzt gerade auch im Laufe der Diskussion, weil wir erst einmal, sagen wir mal, diese Zielgruppe der chronisch Erkrankten und Schwerkranken im Fokus haben, für die dieses Thema genauso relevant ist. Aber wir haben gemerkt, es sind jetzt gerade auch sehr die pragmatischen Fragen. Ne? Und diese, sagen wir mal, die Vorteile, die auf übergeordneter Ebene da sind, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, das werden wir sicherlich in der zweiten Runde aufnehmen. In dem Zuge sind aber Yin und Yang. Ja, wenn wir darüber sprechen, geht es aber auch darum, das haben wir auch schon in der Diskussion, um wo sind Daten, wie sind die sicher,
wer kann auf diese Daten zugreifen, ne? Was ist mit dem Forschungsdatenzentrum, wie ist da das Sicherheitskonzept oder wie wird das irgendwann mal sein und. Wenn es kommerziell genutzt wird von zum Beispiel forschender Pharma-Seite, was ist sozusagen der Gegenwert, den man von denen bekommt und. Das sind genau die Dinge, die wir schon identifiziert haben, wo wir auch als DSL jetzt auch in verschiedenen Punkten aktiv sind und versuchen da halt auch eine Stimme zu heben und zu sagen, naja Leute, nehmt das bitte ernst. Ne? Also man darf hier keinerlei Dinge einfach vom Tisch wischen, sondern es geht hier um eine saubere Kommunikation und den Leuten klarzumachen, was, wie kann man hier wirklich dann auch machen und was ist wirklich Mythos, ne, was der Sebastian Zich sagte, und was ist auch wirklich Realität und wo muss man sich dann wirklich halt auch genauer mal irgendwie hinbegeben und da halt auch mal Antworten liefern. Ne? Viele Dinge sind da ja auch noch einfach unklar, aber das ist genau der Punkt, wo wir halt auch wirklich mit der zweiten Online-Session dann reingehen werden. So, 14 Uhr. Ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an die Panelisten, an Birgit, die in ihrer, sagen wir mal, doppelten Rolle als DSL.de-Initiatorin, aber auch als Patientin und Patient Expert hier dabei gewesen ist, an Sebastian Zich vom BMG. Das war super hilfreich, diesen tiefen Blick sozusagen aus dem Maschinenraum zu bekommen und wie sich das sozusagen auch weiter gestaltet, auch gerade hinsichtlich der Mythenentzauberung. Oliver, vielen Dank, auch gerade auch du mit deiner Expertise da auch nochmal, auch in dieser, ich beschäftige mich als Pferde damit, aber ich habe auch meine eigenen Erfahrungen und genau diese Mischung auch reingebracht zu haben, das war super wertvoll. Und Benni, vielen Dank auch an dich sozusagen, auch die ärztliche Perspektive und gerade dieses Pragmatische, ne, wofür ist es denn da, auch hier nochmal auf den Punkt zu bringen. Also vielen, vielen, vielen Dank in diese Runde. Die Aufzeichnung werden wir in Kürze dann auf YouTube hochladen. So, wer das nochmal mit seiner Organisation oder mit Freunden und Bekannten teilen möchte, sehr, sehr gerne. Dafür machen wir es auch öffentlich, dass wir hier nichts zu verbergen haben, sondern im Gegenteil, wir wollen teilen, damit dementsprechend auch Kommunikation angestoßen werden kann. Guti. Großes Winken, das machen wir immer zum Schluss sozusagen. Ich hoffe auch gerne von den Patientenorganisationen, wer alles dabei gewesen ist. Wenn im Nachgang Fragen auftauchen, kurze Mail an dsl@friesischefreiheit.com. Wir nehmen das alles auf, wir lassen keinen da alleine. Es soll für jeden auch wirklich Antworten geben. Also daher feel free, uns auch wirklich zu nutzen, Fragen zu stellen oder wir brauchen da mal Support. Gerne, dafür sind wir da. Und ich kann jetzt einfach mal so sagen, im Chat kommt schon der Beifall, zweite Session, ja, Ino, du weißt, was du zu tun hast. Ja, das machen wir. Ich freue mich drauf. Wir bleiben also auch so unterhaltsam. Danke, Herr Taubert. Und ja, danke, Herr Zich. Oh, er ist schon weg. Er musste weg, ich weiß das. Er hat einen Termin. Ja. Super. Alles klar. Dann ja, beende ich mal hier.